Regel? Nein. Hämorrhoide? Nein. Gibt Umarmungsgeschäfte in Japan? Ja, vielen Dank. Siehst du? Wolf? Vielleicht bist du einfach nur ein Charakter aus Stein und bist so eiskalt, nicht nachvollziehen zu können, dass andere Leute das brauchen. Aber tatsächlich gibt's das. Junge, ich werde einfach einen Umarmungszuhälter oder sowas. Ich werde mir einfach irgendwo einen Platz suchen, wo es das nicht gibt, und dann werde ich Umarmungszuhälter. Wir hören jetzt auch mit der Scheiße. Ja. Darf man dich auch umarmen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich lass mich nicht umarmen. Außer ich werde bezahlt. Wenn ihr mich bezahlen würdet, würde ich mich umarmen lassen. Ja? Und alle Tier 3 Subs, die kriegen auch eine Umarmung. Aber nur die. Du müsstest zahlen? Bitte, what? Was habe ich gerade gelesen? Ich müsste zahlen? Ich? Ich? Ach Leute, da draußen, gerade jetzt hier vor meiner Haustüre, stehen die ganzen Leute Schlange, okay? Die wollen alle eine fette, dicke Umarmung. Die campen hier die ganze Bude ab mit irgendwelchen Schildern, Zelten und Campinghockern. Und ihr wollt mir erzählen, dass es andersrum wäre? Ich glaube nicht. Bist du über 1,80? Ja. Ich bin 1,83 Meter groß. Hast du noch gar nicht so viel Besuchszeit in der JVA? Leute, es hat sich in den letzten Tagen eine Menge geändert, okay? Oder in den 3 Wochen, wo ich nicht da war. Die haben nämlich alle gemeint, boah, ja, Pef, sie sind ja so ein guter Knasti, da haben sie halt auch die Sonderbehandlung verdient, ne? Und natürlich darüber hinaus, weil sie auch immer alle anderen Häftlinge bespitzeln. Das darf aber nicht rauskommen, sonst werde ich nämlich abgemurkst. Dann müssen wir bei uns bleiben, wa? Und deswegen kriegen sie ständig Besuch von netten Leuten. Da habe ich gesagt, okay, nehme ich. Neben natürlich der extra bequemen Couch und dem riesigen Flachbildfernseher. Ne? Als auch natürlich die Möglichkeit, jeden Tag zum Sport zu gehen und meine 10 Kilometer innerhalb von 5,8 Minuten abzulaufen. Ne, draußen auf dem Knasthof, wo mich keiner stören darf. Leute, ich habe eine Festung errichtet. Du bist im Knast, dachte, du bist Langzeit-Dauer-Jura-Student. Ja. Vom Jurastudenten zum Gesetzesbrecher. Ich habe nämlich gedacht, dass wenn ich jetzt den ganzen Stuff studiere, auch jetzt die Lücken im System finde, ne, und das Gesetz austricksen kann. Da wurde ich natürlich eines Besseren belehrt. Und bin jetzt voller Arroganz natürlich dann voll ins System rein und habe dann natürlich die Quittung bekommen. Und jetzt siehe da, ist es so, wie es kommen musste. Durch meine Überheblichkeit bin ich dort gelandet, wo halt böse Buben landen, ne? Na, ich habe Studien zu den Gesetzen gemacht. Ich kann euch sagen, 368-fache Beleidigung ist nicht gut. Ja, wir laufen die ganze Zeit. Ich habe leider mein Auto nicht. Also ich habe gar kein Auto. Es wäre mal gut, in Erfahrung zu bringen, wo wir heute unsere ganzen Sachen zu stehen haben, ne? Dann machen wir heute mal ein richtiges Suchespiel. Wie wär's? Seid ihr alle dabei? Wie? Aha. Super. Ja, witzig. Aber ich glaube, ich kann ja meinen Stuff orten, ne? Aber so ein Auto nochmal, vielleicht kriegen wir heute auch ein bisschen mehr Money oder sowas. Kirbylicious, vielen Dank für die 4 Monate. Cosmocrimer, danke für die 7, ne? Vielen Dank, ich, dankeschön. Jedes Geld, was hier reinfließt, geht natürlich zum Teil nicht nur zu Twitch oder ans Finanzamt. Auch noch weiter wird da ein bisschen, also darüber hinaus auch kriegen die Wärter was, ne? Dass meine gute Behandlung auch weiterhin gewährleistet wird. Das ist sowas wie Schutzgeld. Ja, so ist das, ne? Ich wünschte, man könnte alles für sich behalten, aber das geht halt nur, wenn du auf Kick streamst. Aber auch dann nicht. Außer ich will noch weiter ins Gefängnis. Dann kann ich ja versuchen. Okay, also. Mal sehen. Du kannst, ich weiß, dass ich das über den Schlüssel ausfindig machen kann, das weiß ich. Ich habe ja GPS. Ich bin ja ein alter Sektorhase, der weiß das natürlich. Da müsste mir keine Tipps geben für sowas. Was ich aber machen wollen würde, ist einmal erstmal ins Geschäft zu laufen. Nee. Hätte ja klappen können. Fuck. Mist. Ist das mein Fahrrad vielleicht? Oh, ich sehe, das ist Melodies Motorrad. Ist sie ohne Motorrad unterwegs? Ist sie ohne Motorrad? Ist das ihr Motorrad bestimmt?
Trotz Blitzes, alter Mann ist schon mit einem Bein im Grab. Na na, ich glaube, ich sollte ja seine Nummer kriegen, dass ich entbehrigen kann, demnächst. Wie bitte? Wie bitte? Was soll die Scheiße? Was wird hier geredet? Grüße? Grüße an alle. Hier im Unicorn-Auftritt, weil da ist ja heute... Mr. Laser! Oh oh. Ein wunderschön. Kommt denn der her? Mann, das ist dieser Cheerleader-Effekt! Du siehst die Individuen nicht aus einer Gruppe, du siehst sie halt nur in so einem Gesamtkollektiv und dann kannst du nicht erkennen, ob du da jemanden vielleicht hast, der irgendwie Wut in Brand bereits eh nach dir fahndet und dann versucht... Oh ja, ich wusste es. Bleiben Sie alle stehen! Nochmal. Was ist denn Ihre Mission? Das wissen Sie doch ganz genau! Ich werde jetzt so, wie so ein kleines Weicher ins PD rennen und dann habt ihr keine Chance mehr. Dann kennen Sie mich mal. Dann zeige ich Ihnen auch den Mittelfinger oder sowas. Lalilalala. Warum rennt der denn jetzt auch noch? Wieso rennen wir denn jetzt zwei hinterher? Das war... Ich will mitmachen. Das ist kein Spiel, junger Mann. Bleiben Sie stehen, warte mal, jagen wir den? Okay, ich mach mit. Du jagst den hinter mir. Hey! Oh. Ist das Richie? Du hast einen alten Mann verprügelt? Er ist ja schon weiß. Natürlich jetzt genau in der Gasse, wo mich keiner findet. Dann wäre ich sogar den normalen Weg gelaufen, wenn ich das gewusst hätte. Mann, dieses Scheiß. Was kriegt er zurück? Nun. Ich wollte mich eigentlich mit ihm unterhalten, doch er rennt direkt weg und möchte mich wahrscheinlich bei der Polizei wieder. Natürlich will ich das. Klar, ich will das. Klar. Du warst schon. Wie? Ich habe gehört, Carrion war ein paar Tage in der JVA. Da würde ich ihn ja jetzt liebend gern zurückverfrachten, wenn das ginge. Ich bin kein Unmensch. Natürlich! Du bist die Definition, mein Freund. Du kurz mit dem Quatschen, dann prügelst du einen alten Opa um. Ich arme. Genau. Ja. Was willst du von dem? Mit ihm reden. Er hat Melody beleidigt. Junge, ich werd von der erpresst, ich werd von der bedroht, ja, alles. Aber die Beleidigung ist natürlich das, was hängen bleibt. Richtig. Wir sehen uns. Hallo Crispy. Hallo Crispy. Ich muss eigentlich rein, ja, ich kann kurz hier bleiben. Mann, ja, sag ihm, er soll sich von Melody fernhalten. Ja, natürlich. Warum soll ich jetzt für dich eine Ansage drücken? Ja, halt mich doch fern! Mir ist aber nur gefallen. Ich halt mich doch fern, die kommen doch immer alle zu mir. Ich mach doch gar nichts. Ich war vorgestern zweimal im Stripclub. Ja, ich hab einmal nur ein bisschen Opeis geguckt. Ja, und dann andere Leute den Booty wackeln lassen. Und wer kommt? Melody! Okay. Witzigerweise hab ich noch nicht einmal befragt. Ja gut, weil die dich erwischt haben. Aber die wissen nicht, wie ich ausgebrochen bin. Ja, die wollen aber nicht mal wissen, wer mich quasi entführt hatte. Ja, die denken halt, dass ich das war, aber die können mir nichts nachweisen. Weil ich erzähle, dass ich mit einem Löffel unterm Zaun gebuddelt habe. Ja, falls du deine Befragung hattest, sag mir Bescheid, ne? Ja, mach ich. Komm kurz vorbei. Ja, ja. Gleich. Wie heißt denn der Opa überhaupt? Jonathan Laser. Das ist ja ein richtig beschissener Opa-Name. Also ich trinke Minze Zitrone aus dem Rewe. Nochmal, Opa. Das ist richtig geil. Das schmeckt so gut. Hat er dir einfach die Beine weggezogen? Das ist richtig geil. Das ist fies. Vor allem gekühlt. Es gibt nichts Besseres. Mit dem Krückstock läuft. Ich sag dir, mir wurde letztens den Rücken geschossen. Der ist wirklich gut. Du musst auch am Krückstock gehen. Das ist richtig unangenehm. Beim fühlt man sich alt. Also wirklich alt. Ist das Eistee? Du hast Stock in der Hand und du merkst... Minze, Zitrone, frisch aufgebrüht. Rewe to go, Eistee steht da. Wie viel Zucker? Oh, jetzt kommt der unangenehme Part. Wobei, ich muss mal gucken, ob das für die Menge eigentlich... Na, es geht. Ist doch in Ordnung. Ja. 15 insgesamt, ne? Also 3,3 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Sind wir bei 500, also ungefähr 16 halt so. Wie viele E ist? Nur eins. Oh, zwei. Ja, aber ist lecker. Kann ich euch empfehlen. Kann man natürlich auch zu Hause selbst machen, indem man ein bisschen Minze und Zitrone reinballert. Zucker und etc. Oder Süßungsstoffe, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Oh! Ja. Gibt's einen Code? Nee, aber ich wünschte, ich hätte ein Placement. Ich schwöre euch. Das ist es. Boah. Dann kriege ich... Ich wünschte, ich könnte... Mögen die dich alle wirklich nicht oder ist das wirklich nur ein Spiel? Boah, Laura, ich habe ein hartes Leben, das sage ich dir. Das ist genau wie auf den Straßen, da werde ich auch immer zu K.O. geschlagen. Ja. Weil ich in der Erscheinung bin und Leute nicht darauf klarkommen, dass es erfolgreiche, tolle, gut aussehende Menschen wie mich gibt.
Das verstehen alle falsch. One Percenter bedeutet einfach nur, dass du kriminell bist. Ach so. Bist du jetzt hier? Oh Gott. Ich glaube, der hat einen Anfall. Oh Gott. Scheiße, bin ich auch so, wenn ich alt bin? Ich will nicht alt werden. Okay, erstmal schnell. Also bei dem Tempo, was er drauf hatte, will ich unbedingt so, alt werden. Das ist ja ekelhaft. Ja, Ich trete nicht nach. Nahrungsmittel wirkt gleich. Der ist ein bisschen ruhiger. Ich hab ihn erstmal sediert. War mir zu viel. Und was willst du jetzt hier? Mike, was sagt man da so? Ich wollte mit den alten Herren reden. Der ist gerade schwer. Der wird gerade behandelt, ja. Weg, die Birne. Oh, Birne. Aber ich glaube, da ist noch nicht mehr so viel mit reden. Opa. Was war's? Wer bist du denn überhaupt? Kommst du denn mal auf Fentanyl überbringen? Welche denn? Ja, ich hab den doch gerade schon. Muss ich dich dafür bezahlen? Ja, einfach Fentanyl den Nacken. Ah, schönes Pflaster. Du sollst. DHL, wirf einen Zettel in meinen Briefkasten. Welche denn? Red doch! Also, ich soll dir überbringen, die Nachricht. Was? Du sollst ganz dringend mit Melody Kussi Kussi machen und sie lieben bis ans Ende deines Lebens. Ja, darauf erstmal Kopfschmerzen. Ja, Herr Anwalt, ich muss gerade ein Menschenleben retten, ich bin sofort da. Sie retten gar nichts, sie zerstören nur welches. Also, ich habe Ihre Nachricht verstanden, Sie können wieder abzischen. Ich wusste es die ganze Zeit, die steht auf mich. Ich wusste es. Die steht nicht nur auf dich, weißt du, dass die liebt dich, das große L-Wort. Oh Gott. Das ist schrecklich. L-Wort. Die liebt dich. Die liebt dich über alles. Das ist das Größte in ihrem Leben. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Mikey, hör auf. Gleich kommt das K-Wort. Ich werde dich auch anzeigen, mein Freund, wenn du jetzt nicht sofort die Beine in die Hand nimmst, dann schwöre ich dir, wartet auf dich die Todesstrafe. Denn solche Überbringungen von Nachrichten sind... Du kannst Dinge zerstören. Richtige Dinge. Soll ich dir mal was erzählen, Jonathan? Was? Jonathan. Ich wurde schon dreimal verurteilt zu lebenslänglich. Also, wir sehen uns, Jonathan. Wie alt bist du denn? 18. Und deswegen nehmen wir alle Mikey. Ja. So. Das ist Sektor. Das ist Sektor, da kannst du dir auch alles leisten. Passiert nichts. Den neuen Krückstock 300. Ja. So, einmal hier für Sie, der Herr. Oh Gott, ich hab das D-Wort gesagt. Wie der Krückstock? Ja, der Krückstock, genau. Ja, das hab ich gesagt. Mal hoch hier. Ja, genau. Wir haben ihn auch schon Fentanylsalbe Nacken geschmiert. Ah, das ist schön, das ist schön. Sagen Sie mal, haben Sie noch irgendwelche Arten von Prothesen oder sowas? Irgendwas, was ich noch mitnehmen kann, was Sie nicht mehr brauchen oder so? Nee, leider nicht. Ja, alles. Vielleicht auch ein neues Gebiss, irgendwas, was man auf Lager haben kann. Also ich habe noch einen alten Fake-Goldzahn von meiner Oma. Nehme ich. Fake-Gold. Real Fake-Gold. Real Fake Gold, ist das sowieso gerade nicht? Dankeschön. Ist das sowieso gerade nicht wieder innen oder so? Die hauen sich doch immer irgendwelche komischen goldenen Dinger in den Mund. Ja, passen Sie drauf aus, ist quasi ein Erbstück. Ja, natürlich. Hab ich hier auf der Beerdigung aus dem Sack genommen. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Wir gehen in dieselbe Richtung, du Trottel. Okay, wir sind schneller als der Opa. Sehr gut. Sehr gut. Susanne hat mir geschrieben. Warte. Hallo Susanne, ich musste nochmal kurz Recap oder so, was letzter Folge geschah und so, wisst ihr ja? Hallo Susanne, ich musste eben gerade wieder an dich denken. Deine Ausstrahlung, dein Aussehen. Oh nein, ich hab's mit Doppel-E geschrieben, jetzt schäme ich mich. Deine Aura. Ich bin hin und weg von deiner bloßen Erscheinung und das wollte ich einfach nochmal in elektronischer Textform festhalten. Du bist Knorke und Töfte zugleich, in Liebe, dein Jonathan. Herzallerliebster Jonathan, bei diesen Worten in elektronischer Textform beginnt mein junges Herz zu schlagen wie der Flügel eines Kolibris. Deine unbegrenzte Weisheit löst in mir eine unendliche Bewunderung aus und dein Charme verzaubert mich jedes Mal aufs Neue. Ich wünschte, ich könnte an deiner starken Brust liegen und deinem Herzschlag lauschen. Bis ganz bald, deine Susanne. Oh, Susanne, ne? Hey! Oh Mann, das ist immer das Gleiche, ey, das ist doch kacke. Warum immer wenn es um Liebe geht, wird da irgendwie rausgekickt? Ich kann es ja gar nicht mehr genießen.
Oh, ich wollte mich nur informieren, wie das gerade mit dem Verfahren aussieht, welches hier noch wegen mir und einer anderen Person am Laufen ist. Ich bin das Opfer. Okay, ja, dann warten Sie kurz. Gehen Sie hier bitte ans linke Fenster. Ja. Baby, ehrlich, tut mir leid, doch tut mir nicht leid. Niemals! Er sieht aus wie mein Fußball, aber Rap von Boopy. Ich geh heute in für die Fam und uns haust mit Musik. Ich heb mein Cup und mix Gym mit du Special Multi. Wasserbocken vom Bike, komm auf ein paar Tubis. Macht Spaß, dann ab Scheine dribbeln. Silberstreifen sortieren in der Einfahrt sitzen. Bloß weg bei der Ding, wo mit 30 Kisten. Check mir eher an, die Bumper noch ein. So, der Herr, dann benötige ich einmal bei dir einen Ausweis. Ja. Bitte sehr. Herr Leser, schönen guten Abend. Gruß. Guten Abend. Ist das richtig auf dem Ausweis? Oh, das mit dem Geburten. Nein, das ist ein Druckfehler, der wurde noch. Das muss ich noch ändern lassen. Ah, okay, gut. Weil ich wollte gerade sagen, so als sehen Sie jetzt auf Ihren Ausweis gar nicht aus. Aber okay. Dann hier bitte einmal der Ausweis zurück. Vielen Dank, danke schön. So, und dann sagen Sie mir mal, haben Sie, um welche Akte geht's denn oder um wen geht's denn da? Oh, das weiß ich nicht, die heißt nur mit Melo, die heißt Melody mit Vornamen, den anderen, den... Melo... Ja. Oh, Melody Jensen. Jensen ja. Heißt die? Ja, Jensen, Melody Jensen. Mhm. Oh Gott, das durfte ich Ihnen bestimmt nicht sagen. Nee, doch, ist ja alles gut. Ja. Jensen, er ist einmal Jens. Gegenseitig Anzeige erstattet. Er ist einmal Jensen. So, aufgenommen. Wann war das? Jetzt schauen wir mal nach. Am 10. Ja, das ist ja. Nicht allzu lange her. Entführung? Geht es um die Entführung? Ja, unter anderem auch. Aber davor gab es schon mal einen Vorfall. Könnte sein, dass das eine andere Akte ist. Okay, gut. Weil das ist jetzt die Übergabe an Miss Sen. Dann schauen wir mal nach, was das da noch gibt. So, also das eine ist schon mal an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Ja, da wird sich ja bei mir gemeldet, wenn es irgendwelche neuen Informationen für Aussagen gibt. Ja, genau, ja. Genau. Ja, okay. Körperverletzung, gegen wen ist das? Ist auch noch offen aktuell. Die Tatverdächtige hat das Opfer geschlagen. So. Das ist auch schon in Bearbeitung, den Akt übernommen. Ja. Okay. Wie viele Anzeigen haben Sie denn erstattet? Boah, das weiß ich gar nicht. Eine große im Gesamtpaket zusammengeschnürt, würde ich sagen. Vielleicht noch letztes Mal vorgestern, die Akte mit der Entführung könnte eine zweite gewesen sein. Ich nehme an, es waren zwei. Ja, es sind zwei Akten, genau. Also es sind alle beide in Bearbeitung von DOJ. Na gut, also wenn dann was kommen sollte, ja? Kriege ich ja Bescheid. Genau, da kriegen Sie Bescheid. Na, dann danke ich erstmal. Ja, bitteschön. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Ja. Ey, guck mal, ne, wie wir uns mittlerweile gemacht haben. Also 5 Jahre AP und man kann jetzt behaupten, dass wir auf der anderen Seite des Gesetzes stehen. Und ich spreche nicht von irgendwelchen Ordnungshütern, nein, ich meine, wir sind das Opfer. Wir sind ein Opfer. Okay, aber trotzdem sind wir nicht die, die jetzt angerufen werden oder die irgendwelche SMSen bekommen im Sinne von: sehr geehrter Herr Laser, Sie haben drei Tage Zeit, um sich in diesem Verfahren zu erklären und eine Verteidigung zurechtzuschustern, damit Sie sich da, ne? Nee. Diese Zeiten sind vorbei. Wenn Leute sagen, es ist immer nur das Gleiche hier, fuck you, wir entwickeln uns auch, ne? Wir entwickeln uns. Also unser Charakter, nicht wir, aber unser Charakter. So. Wo ist die Opferrolle jetzt als früher? Ja, früher haben wir immer nur so getan, als wenn wir das Opfer, heute sind wir es wirklich. So, okay, gut. Dann haben wir das durch. Kiki. Die hieß sie aber nicht. Ach, wir haben die gar nicht eingespeichert, die Melodie. So, da sind wir zu voll gewesen wieder, wa? Hallo, Frau Jensen. Na? Hallo, Herr Laser. Na? Ja. Also, weißt du, manchmal ist es besser, direkt zu sein. Dann hätten wir uns dieses ganze Theater eigentlich sparen können. Und direkt am Telefon oder? Einfach offene Kommunikation. Weißt du, Missverständnisse sind oft der Grund, warum es so viel Streitigkeiten zwischen Menschen gibt. Aber wenn man von Anfang an einfach ehrlich ist und seine wahren Gefühle äußert, dann ist das immer so um einiges einfacher.
Okay, und was willst du jetzt damit sagen? Du liebst mich. Du kriegst voll das Flattern zwischen den Beinen, wenn du mich siehst. Du hast voll Bock auf mich. Du sabberst ja förmlich vor dich hin. Das wurde mir gesagt. Du kriegst einen Fiebertraum, wenn du mich siehst. Das alles. Das erklärt's auch, warum du immer diese Aufmerksamkeit bei mir gesucht hast. Warum du immer im Stripclub warst. Das sind alles Schutzmechanismen gewesen. Und du meinst, du erzählst das Susanne. Nein. Du bist voll in love. Ich meine, einen guten Geschmack hast du ja, aber einfach mal direkt sein. Also, erstens weiß ich nicht, was du dir darauf einbildest. Ich bin geil, ich bin geil. Gut, weiter. Nein, deine Brusthaare sind absolut schrecklich. Zweitens, ich mach sowas nicht. Ich bin dafür nicht da. Ich werde sowas nie machen. Und drittens, die einzige Person, die ich liebe, bin ich selbst. Ich weiß nicht, wer dir so einen Scheiß erzählt hat, aber du nervst. Also hast du das, die ganzen Straftaten doch aus Böswilligkeit getan? Was sind für Straftaten? Naja, das, was bereits bei der Staatsanwalt vorliegt. Ja, aber das sind ausgedachte Sachen von dir. Naja, eigentlich ja nicht. Red nicht so. Hör auf, mit dem Unterton zu reden, das ist eklig. Da gibt es keinen Unterton, du... Hör auf damit! Ich versuch doch einfach, wie... Mach das nicht! Ich red doch... Du bist Nein, aber auch... Hör auf. Du bist voll gegen Kommunikation, kann das sein? Ich, egal was ich... Ich red nicht am Handy über so eine Scheiße! Du bist... Smartphone-süchtig! Du machst die ganze Scheiße nur übers Handy! Ich nutze das Handy so gut wie gar nicht! Ich nutze das Handy, um mich zu verabreden! Ja, gut, wo? Willst du dich mit mir treffen? Ja, natürlich, wir müssen das doch klären, oder nicht? Ich bin an der Tankstelle. Ja. Ist da dein Scheißvater auch? Ja. Ja, der hat mich gerade nämlich zusammengeprügelt. Aber vielleicht kannst du ihm ja erklären, was die ganze Zeit immer nur deine Motivation war. Vielleicht akzeptiert er es ja dann. Wir müssen ihm das gleich sagen. Nein. Bis gleich. Ich bin in der Nähe. Bis dann. Xeroblatt, vielen Dank für die 6 Monate. Dankeschön. Chris, nochmal danke für die 26 auch. Hey, alter Mann. Oh, Scheiße. Sirap. Was hast du denn mit dem? Grüße Sie, Sir. Ja, hallo? Ja, Sir, das ist mir jetzt alles selber ein bisschen unangenehm. Sag sowas wie Bitch-Ass-Gangster oder so. Aber... Ich bin ein richtiger Baller. Yellow for the life und so. Yellow? Oh Gott, ihr Ballers seid. Früher waren das mal Menschen mit Ehre. Was ist nur aus euch geworden? Ja, du, das ist alles geht verloren, wie der Strand an Küsten. Früher oder später wird er ja auch ausgewechselt. Wie neue Wolken über uns. Warte mal, bist du nicht die Banane? Ja, not the yellow from the egg. Scheiße. Yellow baller, yo, yo. Was machst du da mit dem Messer? Damit kann man sich verletzen. Was ist das? Ja, ich wollte sie jetzt auch nicht unbedingt schälen, Sir, aber gib mir da dein Money, Goofy Ass. Itchy Ass. Ich hab doch gar nichts bei mir. Itchy Ass. Ich bin doch selbst jemand, der nur schwer über die Runden kommt. Wenn sie die paar Penny haben wollen und damit eine Straftat in Kauf nehmen, dann ja, aber... Scheiße. Ich glaube, es wäre fürs... Der ist arm. Dann gib ihm Geld. Ich hast du dabei? Ja! Yeah. Ich bin selber arm. 30 Penny jetzt bei mir. Ich hab 4 Cent. Ja, so 10 Dollar. Kannst du mal zum Friseur gehen, Scheiße, Mann.
Ich wurde doch selbst ausgeraubt. Das Geld hätten sie aber auch für sich nutzen können, wenn ich mir ihre Haarpracht so ansehe. Weißt du was? Scheiß auf den. Komm, wir verbissen uns. Du hast nichts gelernt in deinem scheiß Gangsterpraktikum, Bobby. Ja, was jetzt? Na, guck dir den alten Mann an. Sie wollten tatsächlich einen alten Mann ausrauben? Sind Sie überhaupt jemand mit Moral? Kennen Sie sowas? Das ist ein Armutszeugnis. Dass wir jetzt hier nicht in einer gelben Pfütze drin stehen. Was? Ja! Mann! Jetzt hoch mit der Marsch. Und das schreibst du nicht in deinem Berichtsheft. Hast du verstanden? Okay, Sister. Mann, okay. Entschuldigen Sie, der ist noch im Ausbildungsjahr 1. Das ist kein Problem. Wir vergessen das einfach. Ja, ja. Okay, Sir. Dann schönen Abend noch. Danke, Ihnen. Und mach was aus dir. Du bist nicht für immer jung. Nutz die Zeit. Streng dich an. Grüße. Ja, nee. Ich will ja auch nicht irgendwann so vergammelt aussehen. Wie bitte? Was, Sir? Was denn? Ach, nee. Natürlich ist das Rakete. Natürlich ist das Rakete. Fahr schnell. Natürlich ist das Rakete gewesen. Ich dachte, ich werde jetzt mitgenommen. Ich dachte, ich hätte es nicht mal geschafft, ein Treffen, ne, wo ich mich für verabredet habe und das irgendwie luftlinienmäßig 200 Meter von mir entfernt ist. Ich dachte gerade wieder, dass kriegen wir nicht hin, weil irgendwas wieder dazwischen gekommen ist. Ich dachte, jetzt gibt er mir einen Tausender oder so. Ich dachte, jetzt gibt er mir irgendwas, was richtig gut ist. Aber das war ja. Wo ist der Zaun hin? War nicht vorher mal ein Zaun? Hoffentlich muss ich nicht. Nee, es war die andere Seite. Hör ich da jemanden raus, den wir kennen? Ich mag das nicht, deswegen wollte ich wissen, warum. Aber wenn du mir das nicht sagen kannst. Also ganz ehrlich, wenn ich Besitzer des Unicorns wäre, ich würde mir die Finger nach ihnen lecken. Sie bei mir da tanzen zu lassen. Die Finger nach mir lecken? Sie kennen doch diese Redewendung. Nee, was heißt das? Wie erkläre ich das jetzt am blödesten? Jetzt hab ich mir eine Falle gebaut, verdammt. Ja. Nein, also ich sag mal so, also jeder wäre blöd, sie da nicht tanzen zu lassen. Ja, das finde ich auch. Entschuldigung, wie heißen Sie denn eigentlich? Ich bin Melody. Ich bin der Sascha. Freut mich, Sie kennenzulernen, Melody. Nein, freut mich. Entschuldigung, älterer Herr, können wir Ihnen helfen? Na, ich bin nur jemand, der gerne lauscht. Na, wissen Sie, ich habe so wenig in meinem Leben zu tun. Für gewöhnlich gucke ich eigentlich im dritten Stock aus dem Fenster und schaue, was mit meiner Straße passiert. Das ist die einzige Unterhaltung, die ich am Tag habe. Ja gut, aber man sagt ja, Rentner sind die besten Überwachungskameras. Ja, da können Sie mal sehen. Aber wird Sie was ausmachen, die Zigarette auszumachen? Ja, ich rauche noch schnell auf. Okay, danke schön. Hallo Melody? Ja? Wo hast du denn diese Maschine her? Das würde mich mal interessieren. Weil ich suche auch noch eine Maschine. Also junger Mann, ich bin auch ein bisschen älter, mich als Maschine zu bezeichnen. Das ist sehr hilfreich. Entschuldigung, ich meinte nicht Sie, ich meinte das. Ach so. Die Maschine hinter der jungen Dame. Mein breiter Rücken kommt zum Vorschein. Die habe ich aus dem Motorradladen. Ah. Okay. Ja, die war echt teuer. Was fährt die so spitze? 190. Das ist schnell. Ja, und da können zwei mitfahren. Das ist noch besser. Ja, das weiß ich. Wieso haben sie dasselbe Motorrad? Nee, aber ich durfte mal Probe fahren. Fährt wirklich 190. Okay, aber ist das nicht ein bisschen gefährlich in ihrem Alter? Wenn sie da mal Probleme mit dem Herzen oder so haben? Sagen wir mal so, ich riskiere ja weniger. Ich habe mein Leben ja schon gelebt. Die Dame müsste eigentlich vorsichtiger sein. Ja gut, aber ich sag mal so, das Leben, man muss doch jede Minute genießen. Mit Rückenschmerzen und Rheuma ist das gar nicht mehr so zu genießen, muss ich Ihnen sagen. Ja gut, müssen Sie mir nicht erzählen, ich habe noch ein paar Granatsplitter zwischen den Rippen stecken. Ehrlich? Aus dem Krieg, also von daher, ich weiß, wie es ist. Wie viele Kriege haben Sie miterlebt? Ja, ich muss dann auch los. Aber wir wollen uns noch ein bisschen unterhalten, Melody. Ja? Dürftest du vielleicht noch Ihre Handynummer fragen? Du willst meine Nummer haben? Ja, dann hätte ich endlich mal jemanden hier kennengelernt. Ja. Oh, hallo. Moment, ich hole mal mein Handy raus. Mr. Laser. Habe ich Ihnen nicht was gesagt? Nun, Sie haben gar nichts gesagt. Sie haben mir von hinten auf den Kopf geschlagen, aber nicht K.O. gegangen.
Ja, das war ja grandios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich könnte mir gerade gar nichts aus der Polizei. Ja. Ich bin einprägsam. Sie lassen Melody in Ruhe. Ja, sie hat doch, sie wollte doch das mit mir. Das stimmt, alleine deine Haarfarbe, die fällt schon auf. Ja. Das ist so, wie mein bester Freund früher mal sagte. Wie finden ihr lacht Sie alle das über mich, weil ich anders bin. Ich lache über euch, weil ihr alle gleich seid. Und du stichst da definitiv raus. Das und ich möchte gerne keinen Kommentar. Oh, wer ist das denn? Das ist meine Frau. Haben Sie etwa einen bösen Zwilling? Ja, den habe ich gerade gesehen. Melody 2! Entschuldigen Sie, die Dame. Ja? Ah, ich glaube, wir haben uns schon mal unterhalten. Kann das sein bei dem Rennen? Nein. Oh, gut. Was für ein Rennen? Vor einigen Tagen. Ich wollte nur, das ist für so eine Studie. Würden Sie Ihr Wesen als bösartig einstufen? Nein, eigentlich bin ich nett. Eigentlich sind Sie nett. Und aufgrund der Haarfarbe, ne, was halt so diesen... Hallo, du bist wunderschön. Ich wollte nur sagen, der Opa ist total psycho. Pass bitte auf dich auf. Du bist viel zu hübsch für ihn. Ja, da kommt wieder dieses oberflächliche Denken zum Vorschein. Die Dame, ich wollte mich einfach mit jemandem unterhalten, die auch zwei Zöpfe hat, aber zurechnungsfähig. Und eine entsprechende geistige Reife besitzt, mit der man was anfangen kann. Oh, hi, Boss. Deswegen habe ich mit Ihnen gesprochen. Ich grüße Sie, Kefe. Danke schön. Ja, das ist auch unangenehm. Ich habe so das Gefühl, ich bin nicht willkommen. Gut. Nein. Sie sind willkommen, Herr Laser. Jederzeit. Jedoch. Möchte ich gerne, dass Sie sich entschuldigen. Ja, das mache ich gleich. Die Dame hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Wie ist denn Ihr Name, wenn ich fragen darf? Und außerdem, Sie sieht doch nicht aus wie Melody. Auf Yoshito? Gar keinen Fall. Ja. Yoshiko. Das wäre nämlich Melody gelegen gekommen. Die Dame hier hinter mir ist nämlich viel hübscher. Nein, das kann gar nicht sein. Yoshiko? Ja? Sehr schöner Name. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Okay, also wenn Sie mal ein Taxi brauchen, ne? Oh, Sie arbeiten da. Ja. Naja, dann werde ich mir wohl des Öfteren jetzt ein Taxi holen. Ich würde mal sagen, also sagen wir das, ja? Dann, ich würde dich niemals verwechseln. Unter welcher Nummer ist nochmal die Zentrale erreichbar? Diese Person. Ja. 555. Würde mir niemals. Also 4 mal die 5. Ach ja. Dann melde ich mich bei Gelegenheit. Oh, schön. Danke. Schönen Abend noch. Ebenfalls. Ja, komm, jetzt wickeln wir die Scheiße ab. Wunderbar. Melody, komm mal bitte. Ja? Komm mal kurz. Der Herr Laser möchte was zu dir sagen. Naja, so bereits wurde was am Telefon gesagt. Ich glaube, zum Gute aller solltest du deinem Papa endlich mal die Wahrheit sagen. Der Typ ist ein Psycho. Und ich halte mich so gut es geht von ihm fern. Mr. Der ist Laser. Krank, ist schrecklich. Hat zwar einen guten Oberkörper, aber schrecklich. Na, und die Beine hat er auch relativ gut trainiert für einen alten Mann. Alle drei. Das verstehe ich immer noch nicht. Naja, eigentlich sind es ja 4. Irgendwann erkläre ich dir das, Melody. Sie sind jetzt Papa von dem noch Ding. Nicht. Ah, noch nicht, okay, dann, ja. Bürokratie, ich verstehe. Ja, Bürokratie. Damit kennen Sie sich doch aus, oder was hat mir Ihr Ausweis letztens verraten? Naja, eben nicht. Ich habe nur die schlechten Erfahrungen gemacht, wenn Sie nicht mal richtig mein Geburtsdatum aufdrucken können. Das ist ja ziemlich unangenehm. Immerhin kann ich mir Zigaretten kaufen. Die Sache ist, warum ich hier bin, ist, mir wurde die Botschaft überbracht. Botschaft? Naja, da war jemand, als ich wieder zu mir gekommen bin, nachdem sie mich gerade K.O. geschlagen haben. Ja? Er sollte mir etwas überbringen. Ich hab's verstanden, ich hab's aufgenommen. Ist okay. Gut. Dann, fehlt ja jetzt nur noch die Entschuldigung, richtig? Naja, seitens Melody dann. Nein, von Ihnen. Nein, von... Ihr, so war das doch... So wurde das doch kommuniziert. Mr. Laser, wir hatten ein Telefonat vor 2 Tagen und nun führen wir wieder ein Gespräch. Genau über dasselbe Thema. Über Bauchfreiheit und so weiter und so fort. Jetzt lassen Sie doch mal Ihren Bauch aus dem Spiel. Ich weiß, der ist überall zu sehen, egal in welche Richtung man sich
dreht, aber trotzdem können wir mal vielleicht den Elefanten im Raum nicht immer ansprechen. Mr. Laser, das sind genau die Punkte, die Sie nicht erwähnen sollten. Dann erklären Sie mir das doch. Sie haben doch damit angefangen. Ich habe gerade gar nicht daran gedacht. Was soll denn das? Ich bin beleidigt. Aber ich habe Sie nicht beleidigt. Tatsachen müssen Sie dann erzählen darum... etwas von wegen. Sie kennen sich aus mit der Welt. Sie kennen sich auch vielleicht auch mit der Damenwelt, ja? Und dann erzählen Sie sowas? Ja. Das ist ja falsch mit Ihnen. Es ist einfach ein anderer Standard. Wenn das heutzutage akzeptiert wird, dann ist das ja okay. Ich muss halt einfach nach. Ich muss lernen. Sie müssen lernen. So, also die Sache ist, die Botschaft ist angekommen. Nur liegt es jetzt an Melody, dass sie das jetzt irgendwie auch mal sagt. Sonst denken die alle immer noch, dass sie mich hasst. Gewiss. Machen wir es doch ganz simpel und einfach. Wenn sie ab sofort nicht netter sind zu ihr, ja, werde ich sie irgendwann abschieben. Na ja. Ins Altersheim. Ich werde so nett sein, wie es nötig ist, aber nicht darüber hinaus. Ich kann das leider nicht erwidern, was sie fehlt. Natürlich, natürlich. Wissen Sie, was mir der Typ gesagt hat, als ich zu mir gekommen bin? Nein, aber Sie werden mich bestimmt jetzt erläutern, oder nicht? Naja, Sie haben die Botschaft überbracht, dass Melody schwer in Love ist und das alles macht, weil sie mich liebt. Bitte was? Melody Jensen liebt mich. Sie wissen, dass das eine Lüge ist. Ich weiß ganz genau, dass es keine ist. Jetzt macht auch alles einen Sinn. Sie hat mich zweimal im Unicorn aufgesucht. Sie hat immer meine Nähe gesucht. Sie atmet schwerer, wenn sie mich sieht. Ihr Herzschlag, den höre ich doch bis in mein taubes Ohr. Hä? Das kann ich nicht. Ich bin zu alt. Die ist doch gerade mal erst ein Kind. Das geht nicht. Es tut mir leid, aber die Issues sind nicht so mein Fall. Mr. Laser, ab sofort verbitte ich Ihnen den Umgang mit Melody, Cinderella, Jensen. Ja, haben Sie mich verstanden? Ach, das Cinderella ist doch erfunden. Das ist keine Prinzessin. Oh doch. Das ist sie. Nur in einem wirklich sehr guten Licht. Ja, und gerade ist dieses Licht. Gut. Ich werde das machen. Ich habe verstanden. Ich werde wunderbar, ja, sie nicht mehr behelligen. Natürlich, also jetzt, es geht halt, wir kommunizieren nur noch über Anwälte. Alles in Ordnung. Ich meine, wenn das ja nicht stimmt, dann hat sie das ja aus Böswilligkeit getan und dann muss ich trotzdem die Klagen durchziehen. Und die Klagen nehmen Sie zurück, bitte. Nein. Das doch. Hallo. Sie möchte gerne eine Polizeikarriere anstreben. Oh ja, da ist sie, glaube ich, nicht gut aufgehoben, denn das sind nur Leute, die auch wirklich Werte vertreten und das ist bei und ihnen. Und Sie sind der Meinung, dass Sie das entscheiden können? Naja, ich meine, stellen Sie sich vor, Sie würden gerne mal zur Polizei gehen und dann kommen irgendwelche Idioten an und setzen Sie unter Drogen und hängen Ihnen ein paar Straftaten an. Unter Drogen habe ich Sie nicht gesetzt. Also Sie hat mich mit einer Pistole bedroht. Sie hat mich entführt. Das alles, dafür hat sie sich entschieden und nicht ich für sich. Sie ist eine gestandene Frau. Das muss sie sein, wenn sie zur Polizei will. Also auch die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Und wenn sie das nicht kann, dann ist sie auch dort nicht gut aufgehoben. Ich erinnere sie nur drauf oder dran. Und das ist der große Unterschied. Gewiss, natürlich. Aber letzten Endes ist mir Ihre Meinung komplett egal, Mr. Laser. Nun gut, dann lassen wir doch das Gesetz sprechen. Dann lassen wir das Gesetz sprechen. Und wir sehen uns noch vor Gericht. Ich werde Sie auch noch anklagen. Es tut mir leid, wenn ich euch überfordert habe, Jungs. Kritzi, Mr. Alter, Richman. Jetzt mach das doch. Du willst doch auch Herr Hayes klären. Dann mach das jetzt. Miss. Wie war noch mein Name? Anna Popov. Wunderbar. Anna Popov, da ist ein alter Mann. Kümmern Sie sich um den. Sie arbeiten beim Community Center und hopp. Warum haben die alle eine Quietschestimme, den ich zu tun habe? Die Susanne ist die einzige Normale hier.